Wir sagen Hallo und herzlich willkommen. Yes. Hallo. Here we are now. Ja, das Trio Infernal präsentiert euch Maniac Mansion Mania Special Trash Presentation. Wenn ihr von dem ersten Spiel noch nicht genug hattet und wir auch nicht, zocken wir das zweite jetzt auch noch durch. Ja. Fire Orange, Tobias Schmidt. Fire Trashware. Ich liebe ihn. Rückkehr eines Idioten. Ja, wir wissen das, Slowmi. Er ist ein wahrer Superheld. Durch den Einfluss von Abwasser mutierte er und bekam Superkräfte. Jetzt läuft er verzweifelt durch Ronville und versucht, sich Respekt zu verschaffen. Und ich habe das nicht lesen können, weil es viel zu schnell ging. Ich auch nicht. Mir ist auch zu schnell. Echt, das müssen wir dann im Let's Play gucken. Doch jetzt ist er endlich frei, nachdem er 3,5 Jahre in den Abwässern rumgewuschelt hat, wo wir ihn ja das letzte Mal reingeschmissen haben. Bei den Turtles, ne? Ihr erinnert euch, ne? Die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Der hat ja immer noch seinen Planeten auf dem Kopf. Ja, hallo, klar. Major Woman. Ah, Sie kennen mich? Nein, aber es sieht im Skript besser aus, wenn ich den Superhelden sofort erkenne. Und deswegen erkenne ich dich. Gut. Aber wir haben ja was vergessen. Hier, die Kräfte, die wir haben. Was ist das? L-Kraft ist ein Luckenöffner oder Lukenöffner. Keine Gefähr- oder ein Luschenöffner, eine gefährliche Waffe. Die mächtige P-Kraft, perfekt, um Leute zum Ausrutschen zu bringen. Untersteh dich, ich sag's dir gleich. Und hier, die verbotene Kraft, auf keinen Fall zur Verwendung gedacht. Dann verwende sie nicht. Hey, man, da möchte ich aber auf ihn verwenden. Das sollen wir aber nicht tun. So, ich sag's dir, der wächst mir direkt aus der Nase. Ist das nicht cool? Ich hätte jetzt hier erstmal gern ein Kölsch. Ein Kölsch? Wir sind Baden-Württemberg, da gibt's das nicht. Ist das voll aus der Mode hier. Aber wenn Sie nicht wollen, dass ich meine P-Kraft anwende, sollten Sie besser dafür sorgen, dass es in Mode kommt. Das hättest du wohl gerne. Schon ja. Gut, schon gut. Zufälligerweise haben wir heute Morgen neues Kölsch bekommen. Als Importware aus Mausland. Aus Japan. Und einen Kakao möchte ich auch noch gerne. Der kommt aber aus Zentralafrika. Die Milch ist ausgegangen. Und wir sind so faul, neue Milch zu bestellen. Aus Irland. Na, sehr löblich. Ja, und gerne. Ein warmes Bett möchte ich noch. Ein Bett? Ja. Bist du bescheuert? Nein. Das ist ein Eisdiel und kein Hotel, Mann. Da gibt's kein Bett. Obwohl auf der Theke nachts genug Platz wäre. Das habe ich neulich mit der Bedienung ausprobiert. Man sieht sich dann mal. Was ciao. Oliver Terci, Planetenkopf. Gläser, ich sehe nichts. Ja, können warum? Wir denn die Gläser nehmen? Nein. Ja, du siehst nichts, aber du kannst nehmen. Ich alles kann klar. Alles nehmen. Er sieht auch die Eiscreme nicht, deshalb ist es bescheuert. Welche Sorte ist egal. Sie ja, im Mund stecken. Ja, geht aber leider nicht. Also können wir sowieso nichts machen hier. Wir können auch nicht die Kasse benutzen, glaube ich, oder doch? Ey, und du steh dir hier mal ein Kästchen zu benutzen. Ich sag dir das. Na, ich sollte keinen Ärger machen. Nehmen wir hier mal Gläser. Nein. Ich bin voll der fesche Italiener. Ich sag's doch fein. Und rülpsen kannst du auch. So. Oh, mein Bauch. Oh, ein Tentakel. Oh, ein Intruder. Slowmi, den kannst du machen. Verdammt, ich muss die Spracheinstellungen korrigieren. Das ist meine Chance, diesen Schurken zu beseitigen. Ich muss die Welt erobern. Genau. Wir können hier auch mal das Fähnchen hochmachen. Einfach nur so und den Briefkasten öffnen. So. Und jetzt kommt nämlich der Supertrick. Wir können nämlich die P-Kraft hier auf dem Boden, bis man den Boden gefunden hat, hat es gedauert, anwenden. Es ist ein kleiner Fluss für alle Superhelden. Aber ein großer für die Menschheit. Ich so wusste es. Es! Ja! Oh, ein Eindringling! Oh nein! Es ist so rutschig! Ah, verdammt, jetzt ist meine Kraft aufgebraucht!
Der hat voll Pipi gemacht. Oh je, wo kommt denn der her? Aus der Tür. Ist ja geil. Hey, du Arsch, warum pinkelst du in meinen Garten? Oh nein, noch ein Feind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann, oder... Das ist ja witzig, sind lauter die Charaktere aus Day of the Tentacle. Ja, hier, gib das Bier an den. Nimm das, Bruder. Bruder, ich hab keinen Felsbrocken als Kopf, du Arschloch. danke, Bruder. Kölsch, geil. Hey, der Kind, hier kann mal jemand anders machen. Sorry. Ich bin Tiermann-Man. Ja, wirklich, du bist einer der Helden aus meiner Kindheit. Yeah. Wow. Jetzt nicht mehr, ich habe auf die dunkle Seite gewechselt. Dunkle Seite der Macht, yes. Star Wars. Und bin Vertreter geworden. Ach nee. Ja, welch grausames Schicksal. Dann muss ich dich leider aus dem Verkehr ziehen, aber erst später bleib mal schön da stehen, weil dafür müssen wir erstmal noch was besorgen. Mülltonnen, die riechen lecker. Oh, ja klar. Meine Arme sind nicht lang genug. Wir haben zwar keine Pisskraft mehr, aber wir haben doch die Leckkraft. Genau. Und die wenden wir jetzt hier einfach auf den Mülltonnen an. Ein Buch. Was mag das für ein Buch sein? Wir gucken es mal an. Hamlet, 5. Akt. Nein, 200 Strategien, wie man aufdringliche Vertreter am besten von seinem Grundstück entfernt. Haha. Da gab es, glaube ich, in Day of the Tentacle auch so eine Szene mit einem Vertreter. Keine Ahnung, ich habe es nie gesehen und nie gespielt. Oh, da hast du aber was verpasst, das ist absolut Kult. Lektion 20, die Wolfsmethode. Klingt gut, ist aber leider kein Zoo in der Nähe. Lektion 24, Eimer voller Schlamm, hört sich cool an, aber zu aufwendig. Lektion 33, die Kaktusmethode. Na gut, ich geh raus. No, oh, das muss wohl Lektion 64 gewesen sein. Die ich stell mich vor dich hin und lese dir was Langweiliges vor, Methode. Ich werde doch wieder der alte Türmattenmann werden. Ja, tu das. Und da liegt immer noch unsere Pisse rum. Und jetzt? Was jetzt? Jetzt habe ich ja gar keinen Feind mehr, gegen den ich kämpfen kann. Ja, Ronald ist halt zu gut geworden. Ja, so ein Scheiß auch. Und was mache ich jetzt? Hol dir eine Runde. Ich hau jetzt jedenfalls mal ab. Tschüss. Okay, der ist weg. Wir müssen uns ein Hobby suchen. Gehen wir mal hier rein. So. Steffi? Hallo, Metalheadman. Soll ich lesen? Ja, mach du den wieder. Ich bin voll der Wrecky-Man, ey, weißt du, wo ich ein Hobby finden kann? Hobbys sind heutzutage gar nicht so schwer zu finden. Hast du einen Beat in Blue? Ja, klar. Ich hab sogar ein Hobby in der Regenrinne gefunden. Wow. Yes. Hier gibt's aber keine Regenrinnen. Ach, das macht nix. Dann geht doch in die endlose Ewigkeit. TM. Trademark. Gute Idee, aber wie komme ich da hin? Och man, ganz einfach ist das. Dreh dich 2000 Mal um die eigene Achse und schrei dabei den Namen deiner Geliebten zum Beispiel. Welche Geliebte denn? Was ist denn sowas? Na gut, ruf halt nach meiner Geliebten. Sie heißt Luise. Luise. Und so kam es, dass Meteor Headman ganz deutschwindlig wurde und er sich nach kurzer Zeit an einem ganz anderen Ort wiederfand. Wasser! Zum Glück kann ich als Superheld auf der Wasseroberfläche laufen. Oh. Kann er das? Er kann das, ja. Und schaut mal, was da liegt. Kacke! Nein! Britney's Gehirn! Hier! Er sieht nichts, aber er kann es nehmen. Wo ist es denn jetzt? Nimm Pixel. Fühlt sich an wie Britney's Gehirn. Wie ist das nur an diesen Ort gespült worden? Guck mal ran. Gigantisch klein, immer noch. Und tollerweise können wir das Teil nämlich öffnen. Mal sehen, was ich darin finde. Gähnende Leere. Gähnend. Und er kann hier tatsächlich übers Wasser laufen. Guck mal. Zum Hotspot, der ein Haus zeigt. Da haben wir aber auch rumgemacht heute Morgen, Slowie, ne? Ja. Was willst du noch?
Einsam gehe ich durch die Straßen, einsam gehe ich durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Steffi, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir in diese Lehre angucken erstmal vielleicht. Mir wird so anders. Genau, so viel Lehre kann kein Mensch vertragen. Kommen wir jetzt, jetzt müssen wir wieder dahin laufen. Hier in die grausame Ewigkeit wollten wir immer rein, können wir aber nicht. Aber angucken können wir sie. Nur sehen wir leider nichts. Ah, jetzt ist es wieder. Ich glaube, jetzt können wir hier lang, oder? Ja. Wie schön. Oh, ich kann nicht mehr an den Briefkasten rumspielen. Schade. Hoppla. Entschuldigung, ich bin rausgeklickt, aus Versehen. Okay. Ah. Rock'n'Roll in your bones. Ja, hier läuft die ganze Zeit. I was made for loving you, baby. Baby, er sieht nichts. Er sieht nichts. Nimm die Gitarre und spiel uns was. Oh. Nein. Ich fühle, dass es sich hierbei um eine Kiste voller Hobbys handeln muss. Dann pack ein. Eine ganze Kiste. Die ganze Kiste. Hobbys. Und sie gehört mir allein. Oh, ich bin ja so glücklich. Komm, die machen wir gleich mal auf. Warum nicht? Du hast auf Schauen gedrückt. Nee, ich habe eigentlich auf. Ich glaube aber, ich muss erst noch. Ja, ach, da ist er wieder hier, genau. So, jetzt können wir nochmal mit dem reden. Ey, ich bin wieder da, Mann. Hast du was geklaut oder hast du was gefunden oder wie sieht's aus? Ich hab eine Hobbykiste, ey. Oh, dann probiert doch aus, welche Hobbys zu dir passen, Mann. Muss man dir alles sagen, du Schnauchnase. Ja, wie mache ich das denn? Ja, öffne halt die Kiste, Mann. Meine und angle dann ein Hobby heraus und koste es aus. Mann, du bist genial, Rob. So ich was weiß. Von. Da wäre ich alleine niemals drauf gekommen. Das heißt, bin ich schon. Aber da haben die Spieleentwickler mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich werde jetzt gleich das erste Hobby ausprobieren. Tiefseetauchen. Steffi, halte ich fest. Das ist wie bei Assi. Nein! Nein! Das ist wie bei Anki Island. Naja, genau. Zum Glück kann ich unter Wasser atmen. Kannst du da auch so doof sterben? Nein. Mein ertrunkener Vorgänger? Nein, das ist Guybrush. Guybrush Threepwood. Ja, ich wusste nicht mal, dass ich einen Vorgänger... Dieser Mann ist nicht tot, er schläft. Was? Nochmal, das möchte ich nochmal lesen. Für dieses Spiel wurden keine Figuren getötet, keine Tiere gequält. Genau. Ist der ein Tier oder was? Keine Ahnung. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das goldene Teil mit. Ich hole Verstärkung, die das Teil hier rauszieht. Irgendwie ist das kein Hobby für mich. Lieber Wettsaufen! Ja, das klingt schon eher nach Format. Genau! Slummi, mach du den mal jetzt. Das, oh nee, du wirst schon sehen, was ist die Schwester, dass es dich umhaut. Einen Superhelden wird so leicht nichts umhauen. Ah, trink du zuerst, hat er gesagt. Nein, und jetzt müssen wir so lange... Trink du besser zuerst? Nein, du trinkst zuerst, Mann. Du trinkst zuerst. Du trinkst zuerst. Nein, okay, du, wir können ja mal einen Schluck trinken. Gluck, gluck. Und tot. Neuling. Na gut, ich würde sagen, wir holen das Spiel einfach nochmal. Ja. Okay, da kann man dann auch nicht so groß sterben. Gut. Also. Das hatten wir alle schon, ja. Und jetzt machen wir so lange, trink du besser zuerst. Bis er... Ich glaube, das dauert so 6-7 Mal oder so. Er trinkt Schluck und Erks und... Was ist denn los? Verdammt, ich glaube, ich bekomme wieder Durchfall. Wer war du das? Du hast gewonnen. Coole Sache, aber irgendwie bin ich gar nicht so wild auf Alkohol. Ich mag lieber beinahe Grog, ja. Oh, okay, damit dein beinahe Grog. Das ist kein Hobby für mich. Steffi, dein
Part, Wettrülpsen. Ja, da kenne ich mich aus. Ich weiß ja immer noch nicht, wer du bist. Aber versuch mich ruhig im Wettrülpsen zu schlagen. Na klar, mach ich doch glatt. Du hast keine Chance, Kleiner. Ich fange an. Ach, das war Alarm. Du hast verloren, Mann. Wieso, rülpst ich nicht gut? Eigentlich rülpst du ganz mies. Du hast mich übertönt. Nicht übertönt. Egal, ich gebe auf. Warte, ging das aber ist schneller. Kein Hobby für mich. Das ist doof. Was ist denn dann für ein Hobby für dich? Vielleicht sollst du Geige spielen lernen oder sowas. Oh, mein bester Freund, ich hasse es. Tommy, machst du den Teacher? Ich begrüße Sie zum Schulkurs. Mann mit dem Methodenkopf. Komischerweise erinnern Sie mich etwas an unseren verschollenen Spitzenschüler Tobias Schmidt. Aber egal, die erste Frage lautet: Was passiert, wenn man im Meteorhead die Treppe heruntergeht? Ja, das haben wir ja mal ausprobiert. Man fällt und stirbt. Ja! Frage 2. Was will Britney an Karneval besorgen? Kostüme! Nicht Kondome. Nein, eine Mischung aus Kostümen und Kondome. Und nun zur dritten Frage. Von welchem Autor stammt das Schloss des Starterpack, das ist die Episode gespielt hat? Das war Rayman. Und wieder einmal ist Antwort D richtig. Yes! Ja! Oh. Frage 4. Auf welches Element kann Meteor Headman im Gegensatz zu normalen Menschen laufen? Da wir es schon versucht haben, wissen wir natürlich, dass es Wasser ist. Vollkommen. Weil wir sind Jesus! Nun zur fünften und abschließenden Frage. Welche Kraft ist schnell verbraucht? Die P-Kraft. Die konnten wir ja nur einmal benutzen. Das ist richtig. Sie haben 15 Punkte gewonnen. Herzlich. Toll. Und was fangen wir jetzt damit an? Bescheuerter Preis. Blöde Fragen. Außerdem ist das alles viel zu einfach. Und das ganze Spiel ist überhaupt beknackt. Und das ist überhaupt gar kein Hobby für mich. Wir gehen jetzt lieber mal weitpinkeln. Das ist witzig, das waren gerade lauter Leute von Maniac Mansion. Ja. Meine P-Kraft ist wieder da. Dann ja, toll. Freu dich. Die P-Kraft mit dem Strand. Guck mal jetzt. Wieso nicht? Hä? Er mag nicht. Ja, ran, genau. Ja, genau. Benutze P-Kraft mit... Nee, du benutzt doch die endlose Kraft. P-Kraft ist ganz hinten. Ah, du hast recht. Entschuldigung. P-Kraft. Benutze P-Kraft mit Strand. So, ist das nicht eklig? Zum Weitpinkeln reicht's aber nicht. Aber zum Vielpissen schon. Ist auch nicht das beste Hobby. Nee, nicht unbedingt, ey. Oh Gott, ob ich das noch weiß? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auf Sendung. Ja. Hier bin ich wieder, ihr alter Freund Meteor Headman. Yeah! Party! Ich glaube, das war die Veröffentlichung hier. Wir veröffentlichen immer noch alles. Ja, genau. Schicken Sie es einfach an die eingeblendete Adresse. 222 Skyway, Scrape Away. Genau. 0190. 6 mal die 6. Und morgen kennt ihr schon die ganze Welt. Unglaublich, ihr Lieben. Ja, vergesst mal die Briefmarke nicht. Bah, wie nervig ist das, blöde Texte zu lernen. Das ist so scheiße. Gott, kein Hobby Hose? Für mich. Nee, der macht gar nichts. Und jetzt kommt sowieso der Schlüssel. Mal gucken, das ist doch schlimm. Das ist auch wieder typisch Monkey Island-Rätsel hier. Ich glaube, diese. Nehmen wir mal die. Ich glaube, irgendwann kommst du sowieso durch. Recht? Ja, irgendwann haben wir es mal geschafft. Ja. Keine Ahnung. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ich klicke hier einfach mal wild rum. Irgendwann ändern sich auch die Farben, ne? Ah, jetzt ändern sich die Farben.
Wie schön. Ja, sie ist lila. Ja. Nochmal hier durch, nochmal hier durch. Ich muss voll aufs Klo, dauert das Spiel noch lang? Nicht, also wenn ich das hier relativ flach schaffen würde, dann nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht so recht den Plan, aber irgendwann hat es ja mal geklappt, dass wir da gelandet sind. Wird schon schief gehen. Irgendwann kommen wir an. Wir machen irgendwie mit den Armen. Und lässt den Strudel auf. Obwohl, das machen wir an Stelle. Wir machen eine kurze Pause. Ich muss auch mal aufs Klo. Okay, gut. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja. Diese Pause ist beendet und wir machen weiter. Das heißt, ich habe da mal neu geladen, weil irgendwie hatte ich mich total vertan hier. So, wir gehen mal in diese hier. Das kommt vor bei Labyrinth. Oh ja, und in diese hier. Dann muss ich mal gucken. Dann war es, glaube ich, diese. Dann diese. Und dann diese. Nee. Diese. Nee. Diese. Irgendwie waren wir doch da gerade. Ja! Yes! Ja, das war's dann wohl. Juhu! Für ein Hobby ist mir das zu anstrengend. Es ist auch ein doofes Hobby. Warum hat der sich nicht die Gitarre gekauft? Ich bin ja so frustriert. Ein Hobby nach dem anderen habe ich probiert. Ich fange jetzt schon an zu reimen und nichts hat mir zugesagt. Jetzt kann ich nur noch schleimen. Was soll ich denn nur tun? Nichts. Jetzt gehst du wieder in die Kanalisation und verkriegst dich. Nein, das kann ich leider nicht. Da gibt's ach, schade. Nichts mehr. Aber kommt mir so bekannt vor, der Bildschirm hier. Ja, der ist auch. Den hatten wir schon mal, genau. Wir gehen jetzt aber ins Haus der weisen Ratte. Besser nicht. Warum nicht? Benutze Haus der weisen Ratte. Hä? Öffne. Drücke. Benutze L-Kraft mit. Das ging doch aber. Benutze. Und ziehe oder sowas? Was ist das denn jetzt wieder? Drücke. Rede mit. Geht nicht. Nimm. Da! Nimm! Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Okay, mal gucken, ob wir die Ratte da raus. Meister Splinter, lass mich in Ruhe schlafen, Mann. Wird ein Verwandt runter, quere die Welt. Also so kann ich auch als Superheld überall aktiv sein, genau. Du bist so ein Idiot, darauf hättest du doch selber kommen können, Mann. Hey, halt da und jetzt lass mich schlafen. Slummy? Und so wanderte mit Meteor Headman durch die Welt. Er drohte bösen Menschen mit der Pinkelkraft. Und ließ brave die Finger von der verlorenen Kraft. Von der verbotenen, aber egal. Also, zumindest bis eines Tages. Doch dies ist eine andere Geschichte. Bitte haltet mich davon ab, sie zu erzählen. Ja, herzlich ja. Gerne. Sehr schön. Gerne. Das war Special Trash Motorhead 2, ein Spiel von Fire Orange alias Tobias Schmidt. Starterpack von Raven, mit weiteren Grafiken von Seltsam mit Hut und Lukas Fan, Seltsam mit Hut. Ich kenne nur Katze mit Hut, ja. Kanalisationsgrafik von Blue Griffin, da ganz hervorragend gemacht. Und was für ein Immertext auch von Ja und Schwarz-Weiß-Töne von Fire Orange, hervorragend. Genau, Tobias, du bist Spitze. Stormy ist schon ganz in dich verliebt. Yo! Herzchen! Herzchen! Ja! Ein Kind von dir! Ich dachte vom Gutenberg. Dies ist eine Trash-Episode. Sie möchte auch so behandelt werden. Tretet sie mit Füßen. Nein, wir haben sie geletsplayt. Das ist noch viel schlimmer. Ja, es ist nur ein ganz armes Ding. Danke, dass sie dieses Ding gespielt haben, was auch immer es sein mag. Und ja, du kannst uns auch danken, dass wir es überhaupt geletsplayt haben. Das hat mich, glaube ich, noch keine gemacht. Vergesse ich, Bowling Headman, coming never. Das ist gut. Wo bin ich hier? Das Spiel ist fertig, ich schwöre es. Ja, und das Spiel ist auch fertig, weil man kann hier nichts tun, nichts machen. Man kann, nein, finde ich gar nicht. Man kann mal versuchen, die Orange mit dem Bild, aber nichts geht. Die Orange mit der verbotenen Kraft geht nicht. Die L-Kraft mit der Feuerorange geht auch nicht. Es geht nichts und das Spiel ist in der Tat zu Ende. Das war's. Jai. Ja,
Jetzt steht er da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann spielt doch selber die anderen Folgen. Genau. Da müsst ihr aber noch einen Link drunter setzen, wo man die herbekommt. Das mache ich auf jeden Fall. Okay. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gequält wie wir uns. Nein, wir hoffen, ihr hattet Spaß und sagen, bis dann, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.